Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Diablo 3. Im letzten Part haben wir den DLC betreten, haben eine übelst heftige Cutscene gesehen, in der wir unseren neuen großen bösen Obermods vor uns gesehen haben, nämlich Maltael, den... Kann man ihn als gefallenen Engel bezeichnen? Ich denke schon. Und der gute Tyrael hat irgendwie sein Treffen mit Maltael überlebt und kann uns da sicherlich noch ein bisschen was drüber erzählen. Das muss ein Ende haben. Wo ist Maltael? Ich weiß nur, dass er sich nicht mehr in Westmark befindet. Er könnte den schwarzen Seelenstein überall hingebracht haben. Können wir irgendwie herausfinden, warum er ihn gestohlen hat? Vielleicht. Als Maltael ihn stahl, brach ein Splitter ab. Vielleicht kann ich seine Pläne nachvollziehen, wenn ich den Splitter untersuche. Ich überlasse es euch, das herauszufinden, während ich die Stadt rette. Ich kann den schwarzen Seelenstein nicht zerstören. Aber scheinbar kann er zersplittern, was zerstören ja eigentlich schon etwas näher kommen sollte. Aber was soll's? Warum sollte man ihn zu Klump hauen, damit die ganze Macht zumindest auf viele einzelne Splitter verteilt ist, wenn man den schwarzen Seelenstein auch einfach da verstecken kann, wo Maltael ihn sowieso findet? So, General Thorion, erzählt doch mal. Was hatte die Todesmaid in der Kathedrale vor? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Maltaels Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es zwei weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit zweien davon verfügt Maltael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Bis ich sie vernichte. Würde ich nicht behaupten, irgendwann sind alle tot und damit auch der Soldatennachschub. So, und guckt mal, wir können mit dem Seelensplitter reden. Tod. Der hat aber viel zu sagen. Der Tod wird euch holen. Höchst interessant, erzähl mir mehr. Nifalem. Mich so kurz angebunden, Mann. Der Tod wird euch holen. Schreie und stöhnen. Komm, erzähl doch nochmal. Nifalem. Ja, okay, ist ja gut. Mehr hast du nicht zu sagen, ich verstehe schon. So, und wir haben unser neues Hub. Diesen Kathedralenhof hier. So, als allererstes mal, ihr wisst es ja, einmal reparieren, einmal kaputt machen. Und dann noch schnell die ganzen Steinchen hier einlagern. Rot haben wir noch gar nicht, das können wir jetzt einfach mal dahin. So. Und ansonsten, glaube ich, braucht man hier gar nicht großartig viel Warum zu machen. Warum würden uns die Engel so etwas antun? Was redest du da? Dies ist eindeutig das Werk eines Dämons. Oder eines dämonischen Engels. Guck doch mal ein bisschen über den Tellerrand. Es herrschen Tod und Schrecken. Ich dachte, hier wäre ich sicher. Aber es gibt keinen Ort mehr, an dem wir uns noch verstecken können. Doch unter der Couch. Denn alles, was da landet, ist auf ewig verschwunden. So, wir haben eine Quest, wenn man so will. Wir sollen die Seelentiegel zerstören, die Menschen in untote Kämpfer Maltaels verwandeln. Und aus irgendeinem Grund wissen wir, dass der Erste hier ist, obwohl uns das noch keiner gesagt hat. Und hier haben wir Matanzas, den Abscheulichen. Vielleicht hätte ich gerade mal so ein bisschen... Ich nehme mal schnell einen Heiltrank. Nur für alle Fälle. Oh, und der Abscheuliche ist gerade in ein Huhn verwandelt worden. Und gleich... Ach komm, ich stand doch da gar nicht mehr drin. Lockrodar! Oh, nicht explodieren, das ist nicht nett. So, und wir haben neues Wissen. Nach Maltaels Verschwinden beauftragte der Angiris-Rat seinen treuesten Diener Urzael, ihn zu suchen und in die hohen Himmel zurückzuführen. Urzael machte sich daraufhin auf den Weg, seinen abwesenden Meister zu finden. Begleitet wurde er von einer Sekte, die aus Maltaels ergebensten Anhängerinnen bestand, den Maiden. Aber sie kehrten nie zurück.
Den Befehl stelle ich mir sehr lustig vor. Urtael, jage Maltael! Ich habe nicht genug Geisteskraft. So. Hier ist immer noch alles voll mit Untoten und scheinbar ist es langsam wirklich offensichtlich, dass der gute Deckard Cain sich nicht wirklich gut mit Untoten auszukennen schien, denn wir kriegen keinerlei Wissen mehr von ihm. Alles stammt nur noch von unserem guten Mr. Kaiba. Und da hinten sehe ich doch ein Trüchen. Dürfte ich bitte in Ruhe diese Schatztruhe öffnen? Vielen Dank. War jetzt auch nicht so das Spannende drin. Aber was soll's. Oh, ein Rüstungsstück. Ja. Das hat jetzt nicht so wirklich gebracht. Hauen wir also weiter. Alles um, was uns in die Quere kommt, auf der Suche nach Seelentiegeln. Die hoffentlich dieses Delirium hier so ein bisschen beenden können. Beziehungsweise die Zerstörung eben dieser Tiegel. Und doch nach langer Zeit mal wieder ein Heilbrunnen. Oh, und eine prächtige Truhe. Na, da ist doch ganz gut was drin. Können wir denn mit irgendwas davon auch was anfangen? Nö und nö. Aber Edelsteine kann man immer brauchen. Oh je. Oh Gott, fangt doch nicht an, hier überall eure Pfützen hinzumachen. Und auch noch irgendwelche Furchteffekte auszulösen. Glockrodar, sag ich da nur. Hau mal einfach mal ein bisschen was raus. Vielleicht sollten wir euch einfach mal einfrieren. So. Gucken wir doch mal, wer sich hier wirklich fürchten muss. Und scheinbar machen die Pfützchen hier gar nicht so viel Schaden. Außer natürlich, es kommen irgendwann dann 20 auf einmal daher. Irgendwann tut es dann doch mal weh. Würdest du bitte nicht die ganze Zeit in deiner Plörre drin stehen? Das finde ich echt nicht okay von dir. So, gleich hammern. Reiterschurf? Okay. Das klingt jetzt erstmal nicht so dolle und das wäre es theoretisch, aber es ist nicht legendär, also Pech gehabt. Du wirst jetzt bestimmt auch gleich... Was tust du da? Wenn du da nicht rumstehst, um besessen zu werden, warum stehst du dann da? Flieh gefälligst! Flieh, du Narr! Flieh! Das ist der große Untergang dieser Welt. Also hau gefälligst ab. Die Hütte des Geizkragens. Wir können Dagobert Duck besuchen, der hier scheinbar auch wohnt. Oder ist es etwa doch Eugene Krabs? Lasst es uns herausfinden. Aber erst nachdem wir jede Menge Gold eingesammelt haben. Wie lange würde es wohl dauern, alle Toten zu begraben? Ein Leben würde nicht ausreichen. Diese Stadt ist selbst zu einem Grab geworden. Das heißt, wir schütten einfach ganz viel Erde über die Stadt. Das gilt auch. Oh, öffne die richtige Truhe. Noch 3 Versuche. Wählt beim ersten Mal die richtige Truhe. Okay. Gibt's einen Tipp? Testament des Geizkragens. An meine heuchlerischen Nachkommen. Wenn ihr das hier lest, dann bin ich tot. Und ihr seid hier, um euch mein Erbe unter den Nagel zu reißen. Aber das könnt ihr euch abschminken. Ich habe Fallen aufgestellt, sodass ihr es nicht einmal versuchen müsst. Genießt den Rest eures erbärmlichen Lebens. Das nenne ich mal ein cooles Testament. So, okay. Ich glaube, wir kriegen keinen Tipp, welche davon die richtige ist. Also würde ich sagen, ene bene mekos, fang einen Seemann auf dem Floß. Wenn er rumschreit, lass ihn los. Meine Mutter sagt immer, wähl den Allerbesten aus und du bist raus. Die war's nicht. Und was ist das überhaupt? Was hat der hier für eine Falle aufgebaut? Die untote Zombie-Krieger beschwört. Was hat der bitte für ein Problem? Okay, dann ist es bestimmt die hier. Die scheint es gewesen zu sein, aber trotzdem kommt untote Zombie-Krieger. Das ist sehr interessant. Lass mir mal schnell hier das Zeug einsammeln. So,
Dann kriegst du sofort weiter auf die Nase. Keine Angst. Und neues Wissen. Ein jeder hat von den Exorzisten Westmarks gehört. Diesen Streitern gegen die dämonische Besessenheit. Gewöhnlicherweise erschienen sie im Dunkeln, gehüllt in Umhänge so schwarz wie die Nacht, die sie hervorgebracht hatte. Sie arbeiteten stets im Verborgenen, trieben dort ihren Patienten die Dämonen aus. Jetzt hat Maltael sie in seine Dienste gezwungen und sie streifen in ihrer unmenschlichen Form durch die Stadt, um jedem, dem sie begegnen, die Seele herauszureißen. Es ist eine ganz andere Form von Exorzismus. Aber hey, was immer funktioniert. Oh! Apropos Exorzismus, da sind ja schon wieder welche. So. Es erfüllt mich übrigens mit großem Stolz, immer wieder festzustellen, dass wir immer noch mit derselben stinkenden Hose durch die Gegend laufen, wie schon seit einer ganzen Weile. Wann haben wir die gekriegt? War das nicht sogar im zweiten Akt? Und wir tragen sie immer noch. Sie mag schmächtig sein, aber sie stinkt. Yes, 7 Gegenstände zerstört. Das gibt einen Geschwindigkeitsbonus. Warum auch nicht? So, und hier? Enklave der Überlebenden. Das sieht nach etwas aus, wo wir vorbeigucken sollten. Ach, nee, Moment. Von hier kommen wir. Quatsch. Da haben wir ja schon vorbeigeguckt. Okay, bisher sind wir nur im Kreis gelaufen. Das ist nicht so erfolgreich. Ach ja, hier war der Geizkragen. So, da musste ich mal eben schnell cutten, weil wie immer, wenn ich aufnehme, muss natürlich das Telefon pro Aufnahmesession mindestens einmal schellen. So, davon lassen wir uns jetzt aber gar nicht stören. Ah, der hier wird wenigstens jetzt mal besessen. Schön. Steht nicht einfach hier rum und denkt sich, Mensch, dann sterbe ich halt irgendwann mal. Warum fliehen, wenn ich schon das Glück habe, nicht von irgendwelchen bösen Mächten kontrolliert zu werden? Ich habe ganz vergessen, wie viel Schaden dieses Geblitze von denen einfach macht. Da sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Nur mal so als Idee. Und hier haben wir wieder was Neues. Den Innenhof von Wintons Anwesen. Such die Mörder im Innenhof von Wintons Anwesen. Finde heraus, wer für den Tod des Adligen verantwortlich ist. Das ist nicht das Werk von Seelenerntern. Wer hat das getan? Okay, ich wollte gerade sagen, ich hätte als erstes Maltael vermutet, aber wenn... Ja, wobei, stimmt. Die Seelenernter würden natürlich keine Leichen übrig lassen. Auf der anderen Seite... Was ist jetzt besser? Hier als blutige Leiche am Boden rumzuliegen oder von den Seelenerntern quasi als Skelett wiederbelebt zu werden? Noch mehr Tote. Wir sollten Cluedo-mäßig versuchen, diesen Fall zu lösen. Ich sage, es war die Baronin von Ports mit der Gabel im Billardzimmer. Gucken wir doch mal, ob ich recht habe. Tod den Adligen! Nein, es war Gorrel! Es war doch nicht die Baronin von Ports. Was geht hier vor? Revolution! Unsere Unterdrücker müssen gestürzt werden. Der König ist in der Stadt, aber wir haben ihm eine Falle gestellt. Ihr wählt einen Zeitpunkt wie diesen, um zu intrigieren und Ränke zu schmieden? Was? Ihr wollt euch uns nicht anschließen? Dann sterbt zusammen mit unseren Feinden! Manche Leute haben aber auch ein Timing. So. Gorrel, der Wendehals. Warum auch nicht? So. Glock Rodar. Kämpfen wir doch mal hier auf engstem Raum gegen den Gorrel. Der hier die große Revolution plant, werden sowieso alle tot umfallen. Oh. Der Brief des Königs an Lord Winton. Lord Winton. Wir sind über die Nachricht von einem überlebenden Regiment hoch erfreut. Mit dieser neuen Streitmacht können wir das Blatt wenden und unsere Stadt retten.
Eure Differenzen mit der Krone sind kein Geheimnis. Doch wir sind froh, dass ihr in diesen gefährlichen Zeiten darüber hinwegsehen könnt. Westmark wird bestehen. Dadam, da hatte sich ein Plan gebildet, die Stadt zu retten. Aber der gute Gorgel hat natürlich alle niedermetzen müssen. Auf der anderen Seite, wie hilfreich kann eine Brigade von Leuten sein, die von so einem kleinen Schurkentrüppchen erledigt werden? Im Kampf gegen die wiederbelebten Toten. Wahrscheinlich wäre es eh egal gewesen. Oh! Was gibt's hier? Einen Schrein der Stärkung, aber erstmal haben wir ein Level Up. C4 für den Odem des Himmels, okay. Der Kollateralschaden, das finde ich gut. Okay, das war's scheinbar schon. Was macht denn das? Was macht denn C4? Ich habe so eine Vermutung. Ah, okay. Bewegungsgeschwindigkeit und Heilung, das ist doch schön. Beziehungsweise Bewegungsgeschwindigkeit für die Geheilten. Und was ist ein Kollateralschaden hier im Sinne des Mantras? Nicht schlecht. Das Spiel bezeichnet es als Kollateralschaden, wenn man Leute, die man umbringt, zum Explodieren bringt. Interessant, Blizzard. Sehr interessant. Ja, da ist wer explodiert. Das ist nur ein kleiner Kollateralschaden. Oh, ein Pesttunnel. Den gucken wir uns natürlich an. Bin mir gerade nicht sicher, ob das hier jetzt zum Seelentitel führt oder nicht. Wobei, wir sollen ja in die Gideon-Gasse, um den Seelentiegel zu zerstören. Von dem her würde ich fast eher sagen, nee. Die Skelettkriecher. Gott, wie die quietschen. Die große Pestilenz von Westmark tötete Mensch und Tier gleichermaßen. Die panischen Überlebenden warfen die Leichen beider in die Pesttunnel. Die Anwesenheit der Seelenernter hat jedoch viele der dort Bestatteten wiedererweckt. Und die Knochen der Tiere erheben sich nun als Skelettkriecher, um die Lebenden zu töten. Äußerst interessant. Und dieses Mal sogar Tyrael. Selbst Tyrael weiß inzwischen mehr als Kane über alles, was hier so vor sich geht. Hat denn vorher noch nie jemand die Toten wieder zum Leben erweckt? Irgendwie kann ich mir das in so einer Welt wie der von Diablo nur schwer vorstellen. Ich meine, Untote stehen doch hier auf dem Tagesprogramm. Man denke nur mal an Leoric. Huch, wo willst du denn hin? Erzürntes Phantasma. Und warum gibt's über euch und die Rattenfänger hier kein Wissen? Ich möchte etwas wissen über euch. Eine ewige Robe. Huch, da hinten ist noch was in den Hühnchen. Bleibst du hier? Ja, ich glaube, es hackt, da rennt der einfach weg. Ach so, Stufe 60. Der Loot überholt uns langsam levelmäßig. Wir sollten noch ein Level bekommen. Ich weiß nicht, ob das gerade nur an mir liegt, aber ich finde die Musik hier gerade extrem laut. Im Vergleich zu allem anderen vor allen Dingen. Ich könnte mal eben schnell. Wie ist denn die Soundeinstellung hier gerade eigentlich? Vielleicht die Musik ein kleines bisschen leiser. So. Schadet vielleicht allgemein nicht, damit wir auch die Dialoge besser hören. So. Ja, ich glaube, das ist besser. Das ist auch fürs Video besser. Und wieder verwertbar Teil. Jetzt dachte ich gerade, wir hätten ein Buch fallen lassen. Aber nein. Wieder kein Wissen für uns. So. Stattdessen hauen wir auf ein paar... Stand da gerade was von explodierend? Oh, ein Rüstungshaufen. Kann da nicht einmal was Sinnvolles drin sein? Ja, wobei besser als diese... truhenartigen Dinger in der Hölle, in denen gar nichts drin ist. So. Wir metzen uns hier mal weiter durch.
Bleibst du hier? Glockrodar! Da kam mein Glockrodar zu spät. Hier tut sich auch nicht wirklich was. Uff, doch, hier tut sich was. Hier geblieben! Glockrodar! Oh je. Geisteskraft. Das sind ein paar viele. Aber glücklicherweise haben wir uns ja inzwischen schon ziemlich gut trainiert im Durchgegnerhorden-Metzen. So. Sterbet. So sterbet ihr alle. Und lasst uns eben zwei des Pesttunnels betreten. Tod und Verfall. Dieses Massaker geschah vor langer Zeit. Okay, scheinbar nicht unser Massaker, weswegen die hier alle tot sind. Ja gut, so gesehen, unsere momentane Jagd nach Maltail würde ja eher dafür sprechen, dass sie alle nicht tot sind, sondern wiederbelebt. Und hoppala, ich glaube, da kommen wir doch. Überlebt den Feuersturm? Das sollten wir hinkriegen, hoffe ich doch. Ach so, und wir sollen aber gleichzeitig die Wellen von Seelenerntern besiegen. Hoppala. Ja, ich muss schon sagen, das Feuer macht schon ein bisschen viel auf. Aber das sollten wir schon alles hinkriegen. Das war Welle Nummer 1. Au, 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 au. Nicht sterben. Das ist neben dem Metzeln das Einzige, was wir gerade zu tun haben. Nicht sterben. Ah, Rückkehrportal, damit kämen wir wieder raus. Ah, raus da, raus da, raus da. Das ist Feuer, das ist heiß. Da will man nicht drin stehen bleiben. Das ist jetzt gerade eine ganz ungute Situation. So, aber so geht's auch. Und komm. Okay, irgendwo lebt noch was. Wo lebt noch was? Ah, da. Du. Du bist schuld, dass wir noch nicht in Welle 3 sind. Jetzt sind wir in Welle 3. Ich stelle mich mal hier schön in die Mitte. Hier wird zwar das ganze Feuer vorbeikommen, aber hier sollten auch die... Oh, oh, oh. Ich glaube, die Dinger werden schneller. Oh. Die Verzauberin hat wieder rumgehuhnt. Nicht genug. Nichts, was nicht ein bisschen rumwirbeln in den Griff kriegen sollte. Und wir haben es geschafft. Aber das Feuer hört noch nicht auf. Weil erst noch der Pelail hier kommt. Da will ich jetzt aber schon eine gute... Wächter des Feuerturms, ja klar. Da will ich jetzt aber schon eine ordentliche Belohnung für haben. Ich hoffe, das ist dir klar, mein liebes kleines Dungeon-Questing. Hoppala. Wobei jetzt tatsächlich auch nicht mehr unsere Aufgabe ist, nicht zu sterben. Unsere Aufgabe im Moment ist tatsächlich nur den Pelail zu töten. Was gar nicht mal so einfach ist, wie sich gerade feststellt. Nicht, weil er hier so gefährlich ist, sondern weil das Feuer hier so viel Schaden macht. Könntest du nicht die ganze Zeit in dem Feuer rumrennen? Das wäre super nett von dir. Hoppala. Der Trank ist auch gleich wieder soweit. Einfach in Bewegung bleiben. Wir haben ihn schon fast. Okay, das hier scheint jetzt ein echt guter Spot zu sein. Ich friere ihn einfach mal ein. Dann sollten wir ihn jetzt umbringen können. Na, komm, los. Rums. Natürlich explodiert er auch nochmal. Ich brauche Geisteskraft. Ich habe die Quest des Feuerturms erledigt und alles, was ich bekam, ist diese herausragende Schlinge. Aber wenigstens haben wir uns auch eine Truhe verdient und die wird hoffentlich ein bisschen mehr zu bieten haben. So, erstmal hier wieder alles niedermetzeln. Leuchtende Truhe! Bei so vielen Menschen auf so engem Raum ist es kein Wunder, dass sich so viele Krankheiten in Westmark ausbreiten. Was du nicht sagst, das ist ja alles Level Stufe 60 Zeug. Dabei ist teilweise brauchbares Stufe 60 Zeug dabei. Wir sollten so schnell es geht Stufe 60 erreichen. Glücklicherweise ist es ja nicht mehr lang. Oh, und einfach mal noch Igul der Mana. Hat's ja schon immer kommen sehen, aber jetzt... Wird es bewusst all seine Mahnungen, sie waren wahr. Oh nein, 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 keine lila Strahlen, keine lila Strahlen. Hier bravourös den Feuerturm geschafft und woran scheitert's? An den lila Strahlen natürlich, darin wo auch
90% aller Diablo 3 Hardcore-Mode-Runs scheitern an den lila Strahlen. Nein, nicht schon wieder. Ah, stirb! Ich stehe in einem Strahl drin. Danke dafür, Aiblali. Hier wären Heilbrunnen gewesen, aber ich konnte mich auch nicht mehr so wirklich da wegbewegen. Und es hat noch nicht mal wirklich was gebracht. Geht's hier auch irgendwo mal wieder aus dem Dungeon raus? Ja, aber dann wollen wir erstmal schnell da hinten gucken. Ob's hier auch noch irgendwas Lohnendes gibt. Ja, blaue Skelettkriecher. Metzeln wir uns doch mal eben hier durch. Das hier, hoch, hier ist ja auch wer Goldenes. Was ist das hier bitte für ein heftiger Dungeon? Jinakto Mosamörser. Der Mosamörser. Oh nein, das ist der Mosamörser. Oh nein, da explodiert was weg da. Dieser Part hier wird minimale Überlänge kriegen, aber wer rechnet hier auch mit so einer Ebene mit drei Bossen? Oder bossähnlichen Monstern? Oh, legendäre Armschienen! Immerhin können wir uns darauf einigen, dass es sich jetzt schon gelohnt hat. Und ein legendäres Amulett! Oh, meine Herren! Der Dungeon meint jetzt aber auch gut mit uns. Erledigen wir erstmal den Mosamörser. Da gucken wir uns an, was wir hier Tolles bekommen haben. Würdest du dich bitte nicht durch die Wand glitschen? Das wäre super nett von dir. Zwei werden es... Ah, der explodiert! Der bewährte Anblick. Windmachtstoß. Unterwerfung, ja, klingt alles sehr gut. Und eine fulminante Offensive. Oh, das ist was für den Schlag der sieben Fäuste. Gucken wir uns gleich mal alles an. Erstmal hier das Level-Up-Zeug. Der Weg der 100 Fäuste mit dem Windmachtstoß. Jeder dritte Treffer erzeugt außerdem eine Böe, die Gegner unmittelbar Waffenschar. Okay. Da wechsle ich gleich am besten direkt auf den. So. Jeder Schlag entlädt sich in einer Explosion, der einen Radius von 7 Metern. Okay. Ja, das mit dem Einfrieren ist natürlich schon nice, aber explodieren bei jedem Schlag vor allen Dingen. Ja komm, das kann man mal ausprobieren. Ah, da. Und das Mantra der Überzeugung. Heiligschaden. Okay. Und dann haben wir noch krassen Stuff bekommen. Die Zahl ist niedriger, aber wenigstens sind die Stats besser. Und was noch viel wichtiger ist, es ist orange. Ja, es ist auch gar nicht mal so schlecht. Haben wir was, was Gegner betäuben kann? Aber wir haben unseren Wirbel mit dem Stab, der Blitzschaden macht. Allein das rentiert sich schon so. Amulett ist jetzt natürlich fies. Wir haben schon ein Amulett. Chance, Gegner ziehen und sie zu verlangsamen. Das ist eigentlich gar nicht mal so unschön, aber... Wir heilen uns per Gold. Das will ich. Ich will, dass Gold mich heilt. Unbedingt. So, und jetzt, wo wir Stufe 60 sind, können wir auch mal ein bisschen mehr von dem anderen Stuff anlegen. Okay, so viel mehr war es jetzt gar nicht, dadurch, dass wir... Dadurch, dass wir gerade diese legendären Armschienen bekommen haben. Aber hey, ein bisschen was ist es auch. So, dann kriegst du hier das Gegner-Ranzieh-Ding. Das triggert hoffentlich auch mit deinen Angriffen. Und damit sind wir wieder ein weiteres Stück in Orange gekleidet. Und gehen zurück in den Dungeon. Aus dem Dungeon raus. So. Und dann werde ich sagen... Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen, denn wir sind schon wieder an seinem Ende angelangt. Und gut drüber. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir hoffentlich irgendwo die Gideon-Gasse finden und da den Seelentiegel mal so ein bisschen kaputt machen.
Für heute aber sage ich Tschüssikowski, euer Paku.